glaube, wir sind wieder da. Ich glaube, wir sind wieder da. Passiert da jetzt was oder passiert da nichts? Kaioko, kannst du mich hören? Kannst du mich sehen? Irgendwie scheint YouTube kaputt zu sein. Also angeblich bin ich online. Ah, okay, da bin ich. Alter! Was ist passiert, Leute? Was ist passiert? Das hier, alle Menschen, die das hier später schauen, das ist Part 2. Part 1 ist auch super cool, viele Dinge passieren, fliegende Autos, habt ihr noch nicht gesehen, müsst ihr euch anschauen, ist leider was dazwischen gekommen, seht ihr dann am Ende des Streams, geheimnisvoll, nur so gucken die Leute das ganze Video oder sie skippen und sagen, oh, was war für ein großer Skandal, meine Tochter ist wach geworden, hat mich dann für 3 Minuten beschäftigt und hat gesagt, eigentlich wollte ich nur kurz, dass du rüberkommst und um mir zuzugucken, wie ich wieder einschlafe. So, machen wir das aus hier. Schieben wir das hier in die Ecke. So, André M., hallo. Exi ist ja auch noch da. Marvin Hill, hallo. Schön, gut, dass ihr es wieder hierher geschafft habt. Ja, einige Menschen sind natürlich jetzt enttäuscht schlafen und masturbieren gegangen. Oder beides, aber in gleicher Reihenfolge. Schlafmasturbation, wer kennt es nicht? Das große Problem der Kinder aus den 90er Jahren. So, guck, Zino ist auch da. Hallo. Oh Gott, was ist passiert? Ich bin super müde geworden. Ich habe das Spiel nicht ausgemacht, weil ich dachte, okay, dauert eh nur 5 Minuten. Ach du meine Güte, wir sind super dreckig. Wir sind super dreckig. Ich muss auf jeden Fall duschen gehen. Siehste, Gerhard ist auch noch da. Ja, ein paar Leute. Die ganz Harten, versteht ihr? Die ganz Harten in der Crew. Die haben es geschafft. Einige haben jetzt gedacht, okay, ne, ich weiß gar nicht, läuft das dann einfach weiter? Also, wenn ihr in dem Fenster bleibt, oder müsst ihr refreshen? Nicht, dass jetzt irgendwer sagt, oh ja, und jetzt gerade hingelegt, oder ich gehe dann schnell in die Küche und mache was anderes, und auf einmal, zack! Kinder der 90er, beste Zeit, oder? Siehst du, Nadine ist auch noch da. Akumu ist da. Sehr gut. Sehr gut. Tja, Leute, dann ist halt, am Ende bleibt nur der harte Kern. Was soll man sagen, ne? Die Leute, die jetzt später gekommen sind, oh, ich weiß doch nichts. Ich dachte nur gerade, hä, ich höre die Tür. Okay, entweder Einbrecheralarm. Was, sie hat so ganz so traurig ausgeschaut. Hallo Adrian, hallo Vincent. Ah, so, wo waren wir denn stehen geblieben? Vor dem großen... Vor dem großen Spaß. Bierchen, wollten wir gönnen. So, wir hatten ein bisschen Holz gehackt. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen was von der Zeit verloren. Leute, ich würde sagen, wir fangen jetzt ganz easy und entspannt an. Holzverkauf machen wir morgen. Machen wir morgen. So. Ja, die ein Kind geht vorher. Was soll ich auch machen? Soll ich mich jetzt hier hinsetzen und weiterspielen und so, ne? Bringt ja nichts. Sie muss schön Haya-Bubu machen, damit sie morgen im Kindergarten schön Vollgas geben kann, damit sie schön früh müde wird. So, Arbeitsplatz am Tisch freiräumen. Das ist der nächste Plan.
Ja, hier kriegen wir hin. Hier sind noch so ein paar Lampen, das bauen wir später alles ein. Mit der Verkabelung und so. Das Standardmodell. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit dem Motor an. Oh, nein, hier will ich nicht. Mach weg. Raus. Ne? Was ist das für ein Kack? Ich will das nicht. So. Aufs Dach damit. Gut, ich brauche auf jeden Fall, ich werde meinen Werkzeugkasten brauchen. Das steht schon mal fest. Das steht schon mal fest. So, Freunde, jetzt suche ich einen Zylinderkopf. Wie sieht sowas aus? Das ist der Block. Sowas könnte das sein. Oder das da? Zylinderkopf. Da haben wir ihn doch. So sieht das aus. Für alle, die es mal wissen wollten. So, dann Kipphebelwelle. Wo ist der Rockershaft? Das ist der Crankshaft. Das da oben sieht aus wie ein Rockershaft. Ja, okay. Würde ich sagen, setzen wir mal drauf. So. So, eins. Zwei. Jetzt bauen wir einen Motor, Leute, sage ich euch. Drei. Boah, das wird der beste Motor der Stadt, Leute. Der wird so gut laufen. Irgendwann müssen wir halt Geld verdienen, um dann wieder, dann lassen wir das alles so bauen. Guck mal, siehst du, Frank ist auch wieder da. Siehst du, die Elite hat es wieder zurückgeschafft. Das ist doch gut. Das ist doch gut. So. So, haben wir das? Haben wir das? Okay, alles klar. Packen wir es erstmal an die Seite. Das wird jetzt hier nämlich ein großes Projekt, Leute. Der Motor ist einfach, ne? Yeah, baby! Dann nehmen wir den Block. Nadine, katsching, bling, bling, 10 Euro. Alter, vielen Dank. Danke für die Unterstützung. Danke für den Supporterino. Cooler Kram. Oh nein, die Fliege ist wieder da. René ist auch wieder da und der andere René auch. Und, ach ja. So, Warte mal, was? Gibt's hier noch einen anderen Block? Nee, ne, oder? Das Ding brauche ich nicht. Nicht jetzt. Das ist hier für die Gänge. Nee, ich glaube, damit fängt's an. Damit fängt's an. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Oder, Moment, wo ist denn das? Ist das das Gegenstück? Kommt das da dran irgendwie? Nee, oder? Das kommt, ach, das kommt doch, das kommt. Wo ist es hin? Es ist verschwunden. Ah. Okay. Aber da fehlt doch noch was, oder? Da fehlt doch noch was. Das muss doch jetzt noch nicht da drauf. Oh Gott, Leute, Alter. Ob ich auch zur Elite zähle? Ich weiß es nicht. Ölwanne, Kurbelwelle, Pleuel, Kolben und so weiter. Ja, aber wo ist denn der Rest von dem Motor hier? Muss der nicht noch irgendwie... Das ist doch nicht alles. Wenn das Ding da oben drauf kommt, was kommt denn dann unten noch dran? Der Deckel oder was? Nee, das ist das Rocker-Cover, das kommt hinterher da auf das. Das hier sind Pistons. Das hier ist Krümmer oder was ist das? Keine Ahnung. Oh Gott, Leute, der Motor, das wird dramatisch.
Oh Mann. Okay, warte. Kurbelwelle. Passt die da irgendwo rein? So, siehst du, guck. Guck, einer schau. Kurbelwelle ist dran. Muss ich die festschrauben mit irgendwas? Muss ich die irgendwie festmachen? Klar, oder? Hm. Mit den Dingern, oder? Kommt das in die Mitte? Kommt das dahin? Warum geht das nicht? Ach, die Kolben, die kriege ich doch bestimmt auch später noch da rein. Wozu ist das Zeug da? Aha, warte, da war was. So. Das kommt in die Mitte und dann kommt das hier nach rechts. So, so, so. Passt immer acht hier. So wird das nämlich gemacht. Und dann gehen wir hier rein und nehmen uns hier so ein Neunergerät. Vitali, Alter, das andere Spiel, was ich heute gespielt habe, dieses Flotsam oder so, spiele ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Das ist ziemlich cool, ja. Es kam heute erst raus. Kann ich aber empfehlen. Kostet allerdings ein 20, weiß ich noch nicht, ob der gerechtfertigt ist. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, wie viel Spielspaß ich damit haben werde, gehabt haben werde am Ende. Ich zeig dir das. Bei MySummerCar gibt es da ganz spezielle Techniken, wie man Motoren baut. Das ist eine ganz spezielle Technik. Deswegen machen wir nämlich jetzt, pass auf, guck, jetzt drehen wir das nämlich. So, und dann werden nämlich die Kolben platziert. Ja. Pisten 1. Kann ich den überall einbauen? Oder geht der nur an eine Stelle? So rum kommt der, ne? Quasi. So. Ach so, klar. Können ja nicht alle gleich hoch sitzen. Jetzt kommt nämlich hier der vierte rein. Zack. So, Kolbenparty nehme ich. 20 Gelger Max. Ja, ist viel Geld. So, haben wir, ne? Okay. Und was jetzt? Oder muss ich die verschrauben noch? Muss ich bestimmt verschrauben. Muss alles verschraubt werden. Alles. Siehst du, sag ich doch. Muss alles verschraubt werden. Spannerset 7. So. Da müssen wir sie reinschrauben. Ich hätte mir das Werkzeugset bestellen sollen, aber wir haben halt auch keine Kohle. Wir müssen arbeiten demnächst echt und Holz wegbringen morgen. Ich weiß gar nicht, wie spät es ist. Okay, da oben hängen noch zwei Schrauben in der Luft.
Dichtung? Was für eine Dichtung? Das ist super dicht. Da kommt nichts raus. Da wird nichts passieren. Das ist alles gut. Pass auf, der wird schnurren wie ein Kätzchen im nächsten Stream. Kreis hat zu Hause bestimmt auch ein Spanner-Set. Bestehend aus Fernglas, Vaseline und Straußeneiern. Was? So, jetzt nehme ich. Jetzt kommt nämlich hier das da. Wo kommt das hin? Kommt das da unten? Das kommt auf die Unterseite, oder? Also auf die Seite. Klar, sieht ja auch so aus. Pass mal auf. Guck mal hier. So, das haben wir nämlich drauf. So, und jetzt kommt der Zylinderkopf da drauf. So nehme ich. Zack. Easy. Ich baue hier einen Motor, Leute. Da fliegen euch die Löffel weg. Das habt ihr noch nie gesehen, so ein Ding. Oder? Tom Tucker klärt auf. Wieso? Kennt er sich aus? Ob ich heute den Motor schaffe? Nee, auf gar keinen Fall. Heute nicht. Ich glaube nicht, dass ich den Motor noch schaffen werde. Schauen wir mal. Wo war ich stehen geblieben? Hier. Ne? Okay, und jetzt, genau, da brauchen wir jetzt hier ein bisschen Spanner-Set wieder. Was nehmen wir denn da? Meinst du, da geht der 7er, den ich in der Hand habe? Jawohl, guck hier, wie das geht. So. Schön festschrauben. 1, 2. Oh, ich muss ja eben gucken, wie viel Uhr es ist. Weil der Typ ja auch schon recht müde ist. Aber dann, oh, ist schon Mitternacht, Leute. Ja, komm. Nee, dann trinken wir jetzt erstmal noch einen. So. Und dann gehen wir erstmal schlafen. Ein wunderschöner junger Morgen. So, ich werde uns jetzt erstmal hier so ein bisschen von dem Moskito befreit. Trinken wir mal noch ein Bier zum Frühstück. So, siehste. Ah, wunderbar. Und dann was ist hier passiert? Wo ist mein Auto? Dum, 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 dum. Philipp Mörs, 1 Euro im Superchat. Philipp, danke für die Unterstützung. Was ist mit meinem Van passiert? Mein Van, Leute. Dinge schweben in der Luft. Das waren meine Fußraum-Pipi-Flaschen. Alles ist weg. Er ist nicht mal mehr hier. Hier irgendwo muss das Lenkrad gewesen sein. Oh nein. Wie, den Van hat der Onkel sich geholt und der steht in der Stadt. What? Wie viel Uhr haben wir? Wann ist denn der Onkel da? Die meisten Leute sind doch um 10 Uhr da. Er ist jetzt im See an der tiefsten Stelle. Nein, ist er nicht.
Er ist nicht im See. Das muss ich klären, Leute. Der Lux Trooper ist da. Hallo. Onkel, bist du da? Onkel ist nicht da. Onkel, komm raus. Mein Van. Das gibt's doch nicht. Wo ist der Van? Ja, keine Ahnung. Ich bin aufgewacht, der Van war weg. Manno. Kommt nicht abwürgen. Schön U-Turn machen hier. Oh, ey, das ist doch so zum Kotzen. Wieso hat er sich den Van wiedergeholt oder ist er wirklich gedespawnt? Oh Mann, ey. Voll mies. Er sagte, wenn der Van mehr als einen Tag herumsteht, nimmt er ihn sich wieder und fährt zur Arbeit. Ach so. Oh Mann, ey. Na, so. Falls er anruft und sagt, hol den Van. Schon echt gemein. So, ich leg das mal so hin, den Okolyten hier. Wo bleibt der Tuchis? Kein Tuchis. So, er hat einfach meinen Van geklaut. Das war mein Van. Ja, eigentlich ist es sein Van, okay. Aber ich brauche den. Vor allen Dingen ist es Freitag. Zum Glück haben wir genug eingekauft. Ich meine, es liegt alles draußen im Garten, aber... Guten Abend, der Kamerad ist wieder da. So, okay, haben wir festgeschraubt. Ist voll gut, ne? Zylinderkopfdichtung und so haben wir drauf. Ventildeckel. Haben wir das schon? Ja, ne? Oh, Telefon. Da geht's schon los. Traktorillinen, niin minä maksan kyllä hyvin, että siitä ei ole ongelmaa. Tuo sitten kun pystyt tuua, minä olen täällä kotosalla varmaan aina. Okay, der braucht Feuerholz hier. Aber ich kenne mich mit dieser Karte nicht aus. Ich verstehe den Sinn dieser Karte nicht, weil ich immer noch nicht weiß, wo ich bin. Wo ist mein Haus? Welches ist mein Haus? Bin ich hier, ne? Ich bin hier. Ah! Doch klar, ich muss ja am See sein. Ich muss ja am See sein, oder nicht? Oder bin ich das hier? Bin ich das hier?
Bin ich in Kesselinipera? Oder bin ich hier unten bei Rikpoja? Ja, jeder sagt was anderes, ne? Warte mal. Ich mach das anders. So. Summer car house position on map. Was ist das hier für ein Bild? Mach das mal groß. Home. Nummer 1 ist Home. Kann ich da reinzoomen in das Bild? Ja, da. Ja, doch, ich bin da. Okay, jetzt verstehe ich's. Jetzt verstehe ich's. Okay, sollen wir Holz liefern gehen? Ja, wir gehen Holz liefern, aber erst mache ich noch Rauchen und Pipi. Erstmal noch eine Kippe hier einsülzen. So. Oh, 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 Moment, ich treffe nicht. Ich bin gar nicht nah genug dran. So. Wenn ich im Idee für Kraft und Lage Luxemburg haben will, danach noch etwas Berufserfahrung, einfach eine Ausbildung als Fachinformatiker. Was, wie ich das für meinen Job gemacht habe. Am besten, wenn man umziehen muss und nicht viel Geld hat. Dann sollte man sich immer eine Wohngemeinschaft suchen. Gibt es oft für, je nachdem, wo das ist, ne? Wäre ein Auto am praktischsten, weil es so weiter weg von... Finde nur ich die Kamera merkwürdig? Nein. Oh mein Gott, der Hintergrund ist unscharf. Ah. Weißt du auch nicht, was da los ist? Ich habe doch keine Ahnung von sowas, Leute. Keine Ahnung, ist jetzt besser? Das Problem hier mit dem Greenscreen ist einfach, dass das halt nicht passt. Es passt halt leider nicht. Weil hier ist direkt diese Dachschräge. Und ihr seht ja, alles viel zu riesig. Und... Es ist sowieso schon grottenmega heiß hier drin, weil dieser Computer unterm Tisch einfach 700 Grad entwickelt. Und durch diese 700 Grad, also ich weiß nicht, ob ihr ein anderes Bild habt als ich. Aber ich sehe mich hier in dem Bild scharf und den Hintergrund unscharf.
So soll es eigentlich auch ungefähr sein. Nur das Zentrum des Bildes. Der Rest sieht eigentlich... Naja. Leute, was viel wichtiger ist, ist, ob dieser Motor hier jemals laufen wird. Das ist das Wichtigste. Wieso, wenn man weiter weg arbeiten will, wie war das bei mir im Bewerbungsgespräch? Die Leute fragen ja, wie haben sie denn vor, hier dann zu wohnen? Und dann habe ich gesagt, naja, ich muss halt in irgendeiner Art und Weise in eine Wohngemeinschaft ziehen. Und dann ist es kein Problem. Und dann haben die gesagt, okay, cool. Und dann haben die das gemacht. Ja, wie kommt man dorthin und wie macht man das mit dem Zug fahren? Also ich bin mit dem Zug gefahren, hab gesagt, hallo, hier bin ich, ich will hier arbeiten. Und dann, ja, läuft. So ist das dann gelaufen. Okay, Leute, ich muss jetzt wissen, wie man bis nach Bayern fahren. Das bis nach Bayern fahren dauert insgesamt mit dem Zug, je nachdem, wenn du ein ICE, wenn du mit dem ICE fährst, ohne Umstieg von München nach Dortmund, 6 Stunden ungefähr, 5 Stunden 50 oder so. Und ja, je nachdem, wenn du dann noch umsteigen musst, je nachdem, wo du halt hin willst, S-Bahn, bla, ne, kommt halt immer drauf an. Wir sind einen Abend vorher angereist. So, wir sind zusammen einen Abend vorher eingereist hier nach Bayern und haben uns dann hier ein Zimmerchen genommen. So war es dann einfacher, weil das relativ früh war. Und wir sind ja mit mehreren gefahren. So, jetzt Leute, jetzt will ich. Zylinderkopf habe ich, Ventildeckel. Haben wir Ventildeckel? Habe ich das Rocker-Cover-Ding schon drauf? Das da. Das kommt da drauf. So. Okay. Nein, Kreis ist nie live. Ich nehme das immer vorher auf, dann rede ich einfach random Sachen, die keiner nachweisen kann, ob die jemals im Chat gestanden haben oder nicht. Und da, manchmal habe ich eine richtig gute Quote, dann erwischt mich niemand. Aber manchmal liege ich auch daneben. War da nicht noch was mit Feinjustierung? Ja, das kommt später. Das kommt später. Erstmal wollen wir es zusammengebaut haben. Erstmal wollen wir es zusammengebaut haben. Das ist das Wichtigste. Und den Rest robbeln wir dann irgendwie zurecht. So, hier haben wir die Zapfen. Da muss jetzt was drauf, oder? So, genau. Alles klar. Wir wollen eine Nockenwelle, das Gerät hier. Es hängt unterm Tisch. Es hängt auf dem Tisch. So. Das kommt da rein. Richtig? Okay. Okay, fest, muss ich das festschrauben? Bestimmt, oder? Ja, sicher.
Manchmal darf man Sachen noch nicht festschrauben, weil noch irgendwas draufkommt oder so. Sollte man finnischen Autoschraubern vertrauen? Natürlich. Haben wir auch. So, jetzt brauchen wir noch das Ding, was da drauf kommt. Wie heißt das? Oder wie, Moment. Clutch Pressure? Crankshaft Pulley? Nein, oder? Nein, nein, nein. Wir wollen jetzt das andere. Ja, genau, das kommt zuerst. Ja, ihr wisst Bescheid. So. Ich kenne mich aus. 13, 12, 12, oder? Nein. 11? Nein. Oh Mann. Dann 10. 10, komm, 10 ist. Ja, okay, sehr gut. Okay, das dreht sich jetzt hier so mit. So, haben wir, ne? So, dann die Steuerkette wollen wir haben. Und die kommt irgendwo hier. So, Steuerkette ist drauf. Muss ich die irgendwie noch befestigen oder so? Nee, ne, oder? Das kommt dann später, ne? Okay. Das Ding ist... Da kommt doch, kommt das hier, ne? Timing Cover heißt es, glaube ich. Wer hat eigentlich Daumen nach unten gegeben? Weiß ich nicht. Irgendwelche Lümmel machen sowas gerne mal. Ist ja nicht schlimm. Haben sie sich in ihrem wahnsinnigen Zorn ausgelebt. Es muss halt auch Leute geben, die sich durch Äußerung von Negativität wohlfühlen, weil sie im Leben sonst nicht viele andere Emotionen haben. Ja, es ist nun mal so. Guck mal, nur René ist hier. René, René. Das ist also ein beliebter Name. Hä? Seid ihr alle derselbe Jahrgang? So, Leute, nein, haben wir jetzt. Steuerkette haben wir, der Zahnriemendeckel. So, den muss ich jetzt anschrauben. Habe ich gemacht. Nein, habe ich noch nicht. Das hätte wieder was geben können. So. Ist fest. Ich bin super stark. Ich kann den Motor einfach anheben. Das ist für mich das Leichteste überhaupt. Ich war 26-facher finnischer Meister im Zwergenwerfen. Ja, und da lernt man halt einiges, ne, auf der Straße. Ich war ja, das war ja Street-Zwergenwerfen, das war ja nicht das Offizielle, ne. Das war ja illegaler Straßenzwergenwurf. Da hat man sich noch in Gassen in Irland getroffen und hat Kobolde geworfen. Und der am weitesten von der Wand abprallte, der Werfer hat gewonnen. So war das damals in den 62ern während der großen Prohibition, als Kleeblatt-Tee verboten wurde. So. Was redet denn der Mann? Was ist mit ihm nicht in Ordnung? So haben wir gemacht. Jetzt, Freunde, jetzt kommt endlich der große Tag. Nee, warte mal, wo ist denn? Wir brauchen die Wasserpumpe. Der große Tag der Wasserpumpe ist gekommen und der will hier ins Loch. Oder? Ja, siehste, guck. Schön. 7er. Das ist auf jeden Fall ein 7er. So. 1. Okay, stimmt, wir müssen gleich was trinken. 2. 3. 4. Und
5. Waren das alle? Oder ist da noch was? Nee. Okay. Gut, wir machen erstmal, wir müssen aber ganz kurz was trinken. Der Mann hat Durst. Ich hatte ja noch ein paar Kisten Bier hier, weil der Onkel ja mein Auto gestohlen hat, der Lümmel. So. Vielleicht auch zwei. Der Mann hat Durst, ne? So. Ja, ich kenne mich aus, Sergej, ganz klar. Ach, Risk of Rain musste ich doch damals schon alleine spielen. Da hatte Kies doch gar keinen Bock drauf. Jelly. Namens Ludwig. Okay, haben wir drauf? Haben wir drauf, ne? Wasserpumpe haben wir, was Wasserpumpenrad, das brauchen wir noch. Und das kommt da auch drauf. So. Und das müssen wir jetzt, taumelt's ein bisschen, ne? So, reicht da mein 7er hier? Jawohl. Oh, 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 oh. Planet Zoo, schon jetzt der zweite, der heute nach Planet Zoo fragt, aber ich denke schon, ja. Ich meine, das ist ja auch so ein schönes Spiel, was man halt mal, was man halt gerne mal so ein bisschen nebenbei zocken kann, weißt du, im Stream. Richtig schön elegant, lang ausgestreamt. Kurbelwelle. Brauchen wir jetzt? Kommt jetzt die Kurbelwelle? Ich glaube schon. Oder? Nee, das Kurbelwellenrad. Das Kurbelwellenrad, meine ich. Das muss drauf, oder? Das hier. Crankshaft Pulley. So, wo ist die Kurbelwelle? Da vorne. Genau. Ha, ha, ha. Haben wir nämlich. Und dann auf jeden Fall mit einem größeren. Ha. Geht aber nicht, oder? Dann ist es vielleicht ein Elfer? Ja, geht. Exi. Guck mal, die Person, die du quasi gerade anschreibst, ist doch offensichtlich dieselbe Person, die du gerade vor 2 Minuten gebannt hast, weil er nämlich. Er versucht zu beleidigen, doch niemand kann ihn verstehen, ja, weil er der Sprache nicht mächtig ist, in der er beleidigen möchte. Ja, und das ist das Problem. Er weiß bestimmt, wie man schön im Winter einen hübschen Schneemann im Garten mit einer Karottennase baut, da bin ich mir sicher, das kriegt er hin. Ja, er war immer der besondere Junge in der Familie. Aber ich nix, schreib lernen. Guck, ich meine, er schreibt Pisa anstatt Pisser. Ja, das musst du dir mal überlegen, wie weit das weg ist von ein Er hat einfach mal eben aus einer versuchten Beleidigung einfach einen Stadtnamen gemacht. Ja, das heißt, das hätte er schon mal richtig geschrieben. Hätte er jetzt gesagt, ich fahre heute nach Pisa. Okay, es war immer noch klein geschrieben, aber
der Ortsname wäre schon mal richtig gewesen. Ja, das heißt, er hat es ja fast auch geschafft. Jetzt braucht er wieder ungefähr so 3-4 Minuten, bis er wieder einen neuen Account gemacht hat. Und dann kommt er wieder zurück, ganz wutentbrannt. Und dann macht er mit all seinen richtig harten Mega-Accounts, macht er dann Dislikes und dann denkt er, boah, und jetzt liegt Kreis zu Hause im Bett und kann nicht mehr schlafen. Nein! Weil sein Selbstwertgefühl ist so abhängig von 7-Jährigen, die gerne Capital Bra-Alben hören. Hat er seine Eltern monatelang bequatscht, damit sie es ihm endlich kaufen. Und sein Vater hat wochenlang, er durfte die ganzen Pfandflaschen von Papas Aldi-Bier durfte er behalten und sich davon dann das Capital Bra-Album kaufen. Und jetzt ist er so stolz, dass er beleidigen gelernt hat und schon so früh. Naja, lassen wir ihn in Ruhe. Wir haben das. So. Motorplatte wollen wir jetzt. Motorplatte, Schwungrad. Oder? Ja, Motorplatte wollen wir. Motorplatte. Ist es? Nee, das ist die. Oder? Engine Plate? Brauchen wir die Engine Plate? Ja, klar. Die wollen wir doch aufstecken. Kommt die, wo kommt die hin? Na, hier nicht. Kreis. Du Lümmel. Mach mal woanders. Nee, Hip-Hop gibt's nicht mehr wie früher. Hip-Hop ist kaputt. Den haben sie kaputt gemacht mit ihrem Autotune-Trap-Rap-Mist. So, Motorplatte aufstecken. Schwungrad wollen wir jetzt haben. Das war hier. Das wollen wir hier vorne haben. Und festziehen wieder. Tja, Ludwig, ne? Da bist du baff jetzt. Glaubst du ja gar nicht. Ludwig, schnell. Jetzt aber aufnehmen und an die Freunde schicken. Ludwig Hauser, die alte Socke. Aber schick's auch dem Hausmeister. Lass den nicht, ne? So haben wir das auch gemacht. Jetzt brauchen wir, ja, Kupplung. Kupplung, ne? Oh. Oh. Leute, ne, für alle, die jetzt später kommen, es gibt noch einen ersten Part von dem Video. Zieht euch den bei Gelegenheit rein, wenn der Stream nachher zu Ende ist, sagt ihr, was, es gibt noch einen ersten Part? Ja. Dann hat meine Tochter mich ungefähr 30 Sekunden abgelenkt und hat gesagt, boah, ich kann nicht schlafen. Und dann hat sie sich ins Bett gelegt und ist innerhalb von 30 Sekunden wieder eingepennt. Und dann konnte ich aber nicht online gehen, weil YouTube noch das alte Video verarbeitet hat und gedacht hat, oh ja, der ist ja noch online. Nee, war ich nicht, YouTube. Danke dafür. Und dann muss man das jetzt wieder in zwei Parts splitten. Das nervt mich auch immer. Es wäre viel schöner, wenn man es verschmelzen könnte. Aber nein. Fehlt nicht noch ein Riemen? Nein. Riemen machen wir später. Ich würde sagen, wir bauen jetzt erstmal die Kupplung. Oder? Kupplung machen wir jetzt. So, Kupplungsscheibe. Ne? Pass mal auf, so läuft das nämlich. Die Kupplungsscheibe, die hier. Clutch Cover Plate. Warte mal, das ist Pressure Plate, das ist Cover Plate. Also die Kupplungsscheibe kommt erstmal hier rein. Machen wir so, ne? Oder? So, und jetzt den Apparillo. Ja, ist jetzt hier oben und unten ist jetzt, naja, haben wir aber drin. Haben wir Kupplungen und die setzen wir jetzt aufs Schwungrad. So, haben wir das auch geschafft. Dann muss ich das jetzt schon festschrauben? Ich glaube schon, ne?
kriegen wir irgendwie hin. Ludwig, ne, atmen, immer in eine Tüte durch, ne, locker easy. Naja, eigentlich ist alles gut gelaufen. Naja, stimmt. Ja, stimmt. Dann, und als dann haben wir den Stream gestartet, aber das ist ja in dem Part, wo der Onkel das Auto klaut. Hat er mir einfach das Auto weggenommen? Lässt alle meine Einkäufe im Garten liegen, alles liegt da jetzt rum und vergammelt, ey. Ich muss später noch ein paar Würstchen grillen. Ich habe ja wenigstens meine Grillkohlen, hat er mir hier gelassen. Haben wir gemacht. So. Jetzt. Was kommt jetzt? Ich würde sagen, jetzt gehen wir hier hin. So, der Distributor, ist der das? Nein, Fuel Electrics, Carburetor, Alternator, der da. Kommt der hier rein irgendwo? Ja, da, ne? Gut. Mit einem Sechser habe ich dran. So, warte, ich muss mich mal eben hier reinlegen. Hä? Wie soll ich das denn festschrauben hier? Wie, mit einem Schraubendreher? Echt jetzt? Okay. Screwdriver? Okay, ist wieder fest. Haben wir auch gemacht. So, jetzt Ölfilter. Ölfilter. Ich hatte doch einen neuen Ölfilter gekauft, oder? Hatte ich nicht, müsste nicht in irgendeiner Einkaufstasche ein Ölfilter sein? So, ich schau mal eben hier. Ich bring das mal rein, kurz. Und kipp das mal hier in der Küche aus. So, alles raus bitte aus der Tüte. Ach Gott, ey. Oder habe ich den Ölfilter bei Timo liegen lassen? Ja, echt, jetzt habe ich, oder? Ne, das ist er, oder? Dum, 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 dum. Ja, guck mal, dann nehme ich doch den neuen. Dann nehme ich doch einen neuen Ölfilter. Gianluca ist wieder da. Ich erinnere mich an Gianluca. Hallo Kreis, sagt er. Hallo Gianluca. So, guck mal, richtig nicer Ölfilter. Richtig schön draufgeschraubt. So, Zündkerzen. Ich hatte auch Zündkerzen gekauft, ne? Zündkerzen hatte ich, glaube ich, auch gekauft. Sind die das? Ja, sehr gut. Aber da sind genug drin, oder? Vier Stück, ja. So, dann packt die mal hier im Regal alle aus. So, eins, zwei, drei. Haben wir einen schönen Satz frische Zündkerzen. So. Eins. Hoppala. Zwei. Das ist für mein Auto nur das Beste. Drei. So lade ich meinen Einkauf auch immer ab. Ja, das ist die beste Methode. So, vier Stück haben wir drin, ne? So. Kann ich die jetzt... Ich will nicht den Zylinderkopf, ich will die Zündkerze. Jetzt komme ich da nicht mehr ran, oder was? An die... Ich will nicht an den Zylinderkopf. Ich will die Zündkerze. Wo ist die Zündkerze?
Muss man die nicht, die muss man doch so festschrauben, oder? Oder muss man die mit einem Werkzeug einschrauben, die Zündkerzen? Brauche ich da ein Werkzeug für? Nee. Oder? Weiß es nicht. 13. Sparkplug. Kann man die nicht eigentlich mit der Hand festschrauben? 15. Ach nee, ich glaube mit dem Ding hier, oder? Ja klar. Markus weiß Bescheid. Ja, ja, ja. Ich weiß. Clyde hat es auch schon gesagt. Okay, gut. Alles rein, alles ist drin. Der Motor läuft bald, Leute. Der macht gleich tick, 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 tick. Und dann geht's richtig ab. Haben wir. Leute, guck mal, Alter. Wir haben heute einiges geschafft. So. Dann brauchen wir, weiter geht's mit der Benzinpumpe. Wo ist das? Ist das? Nein, das ist keine Benzinpumpe. Ist das hier eine? Ein Carburator? Nee. Fuel Pump. Wo ist die Fuel Pump? Warte mal, ist das das Ding, was ich hier hingelegt habe? Bist du Fuel Pump? Nee, du bist der Fuel Strainer. Irgendwo hier muss eine Pump sein. Gearbox. Starter. Da. So, das kommt da dran. Das Fuel Pump. Dum, 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 dum. So, Alter, Gianluca hat nochmal 2 Euro raus. Wie lange streamst du noch und was spielst du noch? Nur, ich spiele heute nur My Summer Car und ich weiß nicht, noch ein bisschen. Noch ein bisschen, weil wir ja vorhin unterbrochen wurden. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie lange, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, je nachdem, was jetzt noch so auf uns zukommt. Weil, wie gesagt, es gibt ja noch einen ersten Part von heute. Was wollte ich machen? Ach so, klar. Ich wollte hier so einen 7er rausholen. Dann wollte ich mal hier genau drauf gucken. So, schrauben wir fest. Asch ist ja noch fast besser als Pisa. Naja. Wisst ihr, sprechen, schreiben ist was anderes als schreiben, sprechen. Wisst ihr, was ich meine? Asch. Ah, Tom Tucker, mach's gut. Gute Nacht, danke fürs Zusehen, danke für die Unterstützung. Der Motorbau 2018 bei Kreis, ja, aber 2019 wird besser. Diesmal wird der Motor besser sein. Also, wir brauchen... die Seite hier. Warte mal, kann ich das so machen? So. Dieses Mal mit Herstellergarantie. Shadow Warrior, das ist ein gutes Recht und wir sind nicht mehr 12 und auf dem Schulhof und müssen uns über solche Dinge Gedanken machen. Ich rede immer noch jeden Tag mit Keys und wir sind immer noch cool und wir reden, aber wir zocken nur gerade nichts, weil es im Moment keine Projekte gibt, auf die ich Bock habe oder auf die Keys Bock hat. Deswegen.
Also, ne, klar, ich könnte mit Minecraft spielen, will ich aber nicht, weil, wie gesagt, das Zeitfenster, in dem sie Minecraft aufnehmen, ist leider nicht mein Zeitfenster. Also bringt es ja alles nichts. Ne? Soll ich jetzt sagen, ah, nee, behalten Sie meine Tochter heute ruhig mal im Kindergarten. Ich will unbedingt mit meinen Kumpels Videospiele spielen, um die im Internet hochzuladen. Bitte warten Sie noch ein bisschen, arbeiten Sie bitte ein bisschen länger. Nee, geht leider nicht. Wird keiner freiwillig tun. Ja, Marvin, VR kommt auch bald wieder. Aber das ist alles, VR ist sehr schwer gewesen in letzter Zeit, wegen kaputtes Knie, kaputte Hand, kaputtes Handgelenk, kaputt, der alte Mann. So, wo bin ich stehen geblieben, Leute? Wir wollen jetzt Ansaugkrümmer. Den Ansaugkrümmer wollen wir haben. Den Karburator, den hatte ich hier vorhin. Alternator. Karburator, das Gerät. So, wo kommt der hin? Kommt der... Nee, der muss ja... Moment. Nee, Quatsch. Kommt der... Wo kommt der dran? Kreis, erzähl mal eine Geschichte jetzt von diesem Motor. Leg das mal dahin. Kommt das irgendwo hier? Oder kommt der da drauf irgendwie? Leute, wo kommt der Karburator hin? Ja, die Kids zur Oma schicken kann ich leider nicht, weil das sind ungefähr 7 Stunden Autofahrt. Ey, was war das? Ey, was macht er mit dem Ölfilter? Ich lass den mal schöner drauf. Ey. Hör auf, hier rum zu glitschen. Wo kommt das Ding hier hin? Da? Ah. Okay, warte, ich will aber erstmal den Ölfilter wieder festschrauben. So gehört der. So gehört der, Leute. Jetzt verstehe ich's. Okay. Mittig anschrauben müssen wir den. Das wird auch so ein 7er oder 8er. Ah. So. So wird's doch gleich schon viel besser. Ja, wie? Guck mal, du. Ja, ja. Säge kennt sich aus mit Motoren. Nacht, Geldi. Tja, ich weiß auch nicht, was mit dem Motor passiert ist. Der Motor ist auf jeden Fall größer geworden, glaube ich, ja. Haben wir auch. Ansaugkrümmer ist drin. Und jetzt noch die Headers. Das sind doch die hier, oder? Ja, guck. Und die kommen irgendwie hier drauf, oder? So. Oder da? Sag ich doch. Warum fragt ihr nicht einfach Kreis, den professionellen Motorbaumeister? Okay, und der hat wahrscheinlich auch 4 Schrauben. Oder? Oder hat er mehr? Hat er noch was? Da ist noch was. Hier ist noch was. Nabend, Jark. So, haben wir den auch, ne? Sind da alle Schrauben drin? Hä? Was ist das für ein Geräusch gewesen? Es ist alles ordentlich festgeschraubt. Ich vertraue der ganzen Sache hier in der Mitte nicht. Warte mal, ich muss mal eben... Aha! Alter, das ist auch, ne? Das ist auch so ein Ding. Damit wollen sie dich rankriegen. Den schraubst du nicht fest, dann fährst du los. Zack, Flammen überall. Dein Gesicht brennt. Menschen schreien und blutige Kadaver fliegen.
durch die Gegend. Oh, wir haben wieder Durst. Dann gehe ich mal ein bisschen Wasser trinken zwischendurch. Obwohl hier draußen auch noch Bier ist, aber... Wir hängen uns mal hier rein. Hunger haben wir auch. Sollen wir noch mal versuchen, ein Paket Würstchen zu grillen? Könnten wir ja mal machen, oder? Ich habe hier doch noch eins. Zwei Pakete sogar. Chips hätten wir auch. Okay, komm, wir versuchen noch mal eine Wurst zu grillen. Ich hole mir eben den Grill aus dem Wald. Also in die Flammen stellen war schon mal verkehrt. So, dann stell dich mal dahin, mein lieblingskleiner Superkugelgrill. Na. Wo kann man hier eigentlich diese Feuerwerkskörper kaufen in dem Spiel? Konnte man nicht auch Feuerwerkskörper irgendwo holen? Oder musste ich dafür auf die Hütte fahren? Ich glaube, in der Hütte am See sind Feuerwerkskörper gewesen, oder? So, dann einmal hier Grillkohl auffüllen. Wie, alle schon? Ach, ey. Schmeißen wir da hier wieder rein. Ich habe zum Glück zwei Säcke mitgenommen, weil Killer Industries es unbedingt wollte gestern. So, machen wir mal voll hier. Ach, Ralf, ich finde das Spiel super geil. Also ist deine Aussage ja schon mal verkehrt. Ja, hättest du jetzt geschrieben, ich finde das Spiel ist Müll und Rotz, hätte ich gesagt, okay, ist deine Meinung. Aber du hast ja gesagt, das Spiel ist Müll und Rotz. Sprich, das soll ja eine Feststellung sein. Und stimmt nun mal nicht. Muss ich dir widersprechen. Ja, und es ist ja dann eine Feststellung. Aus deiner Feststellung wird dann eventuell eine kontroverse Diskussion. Ne? Aber es sind 596 Leute da. Und bis jetzt findest nur du es blöd. Aber irgendwas hat dich ja trotzdem angelockt. Irgendwas hat gesagt, das muss ich mir angucken, weil man sieht ja offensichtlich im Thumbnail und im Titel, welches Spiel gerade gespielt wird. Das heißt, du hast dir gedacht, ich gehe jetzt mal dahin und sag den Leuten, das Spiel ist Müll. Vielleicht. Nein, ist ja kein Drama. Darfst das Spiel ja gerne schlecht finden. Aber ich finde es halt super geil, weil es genau diese Mischung hat aus... Es ist halt einfach so scheiße, dass es schon wieder geil ist. Weil du so viel dummen Kack machen kannst und weil so viel durch die Bugs, so viel dummer, lustiger Kack passiert. So, jetzt warten wir mal, bis die Kohle hier schön weiß durchglühend ist. Nicht, dass ich mir wieder die Wurst verbrenne. Ich habe mir schon einige Male in Finnland die Wurst verbrannt. Oh ja. Auf meinen Reisen durch Finnland hatte ich eine Verbrennung dritten Grades an einem Muttermal auf meiner Hodenspitze. Ja, brauchst nicht so verwundert gucken. Jetzt ist so. Kann ich auch nichts für. Ja, wie gesagt, Ralf, ist ja, ich wollte jetzt auch nur mal wieder ein bisschen, weißt du, ich habe in meiner Familie das Klugscheißen in den Genen. Mir war die Grundintention durchaus bewusst, mit der du geschrieben hast, aber ich habe gedacht, ich mache einen öffentlichen Akt drauf. So, draus. Es tut mir leid. Ist ja, wie gesagt, kein Drama. So, jetzt ist die Kohle durchgeglüht. Und jetzt legen wir richtig schön hier Wurst drauf. So, der Hammer, Leute, der Hammer. Und wie sieht's aus hier mit der Wurst? Auch ein bisschen, ne? So, dann hole ich mir noch ein Bier zum Grillen. Ah.
Oh, geil. Leute, ist das eine... Junge. Oh, richtig schön. So, die anderen beiden lege ich ins Auto. Die können wir später essen. So. Die bewahren wir hier mal auf. Oh, ich habe schon wieder eine Mücke. Ich habe schon wieder eine Mücke. So. Wo waren wir hier stehen geblieben, Leute? Das hatte ich gemacht. Rocker, Dingsbums. Ach du meine Güte, ich weiß nicht mehr, was genau. Ob ich nochmal Gold Rush spiele, das weiß ich natürlich nicht. Hartz IV jetzt sogar in Finnland. Hey, ich hatte auch schon mal ein Bier in der Hand und habe eine Bratwurst getrunken und da war ich alles andere als Hartz IV, also. so, haben wir gemacht, ne? Abgaskrümmer haben wir als letztes gemacht. Genau, siehst du, Clyde weiß Bescheid. Clyde kennt sich aus. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt über und nehmen den... Warte mal, was ist das hier? Ist hier irgendwas, was ein Anlasser sein könnte? Das hier könnte ein Anlasser sein. Der kommt dann wahrscheinlich... Wo kommt der hin? Der feine Herr. Wo kommt das hin? Wo... Nee, das kommt das nicht auf die... Aha, da. Moment mal. Wo ist er denn hin, der Anlasser hier? Ach, da drüben. An der Motorplate. So, der muss festgeschraubt werden. Aber wie? Mit einem großen, hä? 12er, 11er, 10er, was sagt ihr? Nee, irgendwie nicht. Sieben? Irgendwo da hinten muss da eine Schraube sein. Da, okay, hier ist auf jeden Fall eine. So, und die muss auch noch durch. Okay, sitzt, wackelt, hat Luft. Okay, Starter ist dran. So, Lichtmaschine will ich als nächstes bauen. Da, die kommt, glaube ich, auf die andere Seite, oder? Lichtmaschine, da. Da irgendwo. Da, da, warte, da. So, Lichtmaschine ist dran. Und muss aber noch verschraubt werden. Hier ist es 10er oder 11er oder so, ne? Komm, komm, Lichtmaschine. Mach mich nicht schwach. Hä? Warte mal, oder... Ach nee. Mal da. Und das da oben. Was ist das hier? Siebener? Der hier will nicht. Ist kein Siebener. Der da. Ah, guck mal, da haben wir was gefunden. Da haben wir was gefunden. Hier muss ein Schraubendreher irgendwas festziehen. Sergej sagt 10er. Ich sag 12. Nee, geht nicht. Steh mal richtig auf hier. So. 12, 11, geht nicht. 10. Ah. Haben wir's. So.
Okay, das haben wir auch gemacht. Lichtmaschine ist dran. Ach so, warte mal, kann ich... Das muss ich jetzt bewegen hier, ne? Das kann ich so. Und dann, aber ich muss das erst reindrehen, oder? Warte, ich drehe es erst komplett rein. So, jetzt brauche ich einen... Oh, habe ich einen Keilriemen gekauft? Ja, oh Gott sei Dank habe ich einen Keilriemen gekauft. Wie viel Uhr haben wir überhaupt? 9 Uhr oder was? 10 Uhr? Also hier jetzt im Game. 10 Uhr. So, Geilriemen ist drin. So, jetzt den Keilriemen komplett spannen hier. So, ein bisschen locker lassen. Und dann nehmen wir uns hier den Schraubendreher und drehen ihn fest. So. Haben wir auch gemacht, Leute. So, was brauchen wir als nächstes? Ah, sieht fast aus wie ein Motor, oder? Wird schon spät, ja. Es wird schon spät, aber geht noch klar. Geht noch easy klar, Leute. Okay. Gearbox. Wir brauchen die Gearbox. Oil Pan, das ist die Gearbox hier, ne? Jetzt bauen wir das hier. Ich lege das mal dahin. Das lege ich auf den Boden. Weil ich so super bin. Nice. So, was? Gearbox. Das ist jetzt immer so toll. Ich weiß nicht, wie soll ich sie hinlegen? Am besten so, oder? Naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Dann hier den Kupplungszylinder nehmen. Und da reinpumpen. Und dann... Okay, da haben wir es doch. Machen wir es fest. Nico spielt, sagt schöner Kanal. Danke, Nico. Sehr freundlich. So, lunsen wir das erstmal hier alles rein. Ganz easy. Was haben wir denn da? Viele müssen da denn noch... Oh Gott, Leute, ein Auto bauen. Richtig geil wird's. Also ich schätze mal, wenn ich morgen streame, Frau hat ja morgen Spätschicht nochmal. Ich weiß nur nicht, ob sie früher anfängt und früher aufhört. Das kann ich jetzt so nicht genau sagen. Aber wir werden morgen auf jeden Fall nochmal, wenn ich dann dazu komme, streamen. Oder sagen wir, der nächste Stream wird auf jeden Fall nochmal ein Stream mit diesem Spiel. Außer es kommt was ganz Spektakuläres, Wahnsinniges, wo ich sage, boah, geil, da habe ich jetzt mega Bock drauf. Das muss ich jetzt stundenlang mit euch daddeln. Aber rein prinzipiell will ich auf jeden Fall das hier noch ein bisschen weitermachen und will auf jeden Fall beim nächsten Stream das Auto
will ich mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass der Motor wird laufen. Der Motor wird laufen. Wie lange ist die Frage? Wie lange ist die Frage? Aber ich werde Strom in diesen Motor führen und er wird Geräusche machen. Welche Geräusche wissen wir nicht? So, Getriebe. Wie geht das? Ölwanne. Jetzt kommt endlich die alte Ölwanne hier. Na meine Güte, da warten doch alle schon drauf. Das kommt so, nee, anders. So. Ölwanne. Wie gehst denn du? Was ist mit dir nicht in Ordnung? So? Ja, mei. Wo kommt das hin? Ach, das kommt. Ich. Leute, warum bin ich so verwirrt? So. Ja, ich weiß doch, Leute, ich weiß doch. Weiß doch. Ja, hört auf. Heute spät unterwegs. Ach, Blattigel, findest du? Ich habe ja auch spät angefangen. Naja, geht eigentlich, habe ich gar nicht so spät angefangen. Aber ich wurde ja unterbrochen zwischenzeitlich. Das Geile ist, ich dachte, ja, es kommt dann keiner mehr. Und jetzt sind viermal so viele Leute da als vorher. Genau da muss sie hin. Ja, ich weiß doch. Ich brauche einen 7er Schlüssel. Lass uns nicht weiter darüber reden. Eines Tages wird jemand erfolgreich eine Ölwanne an ein Schaltgetriebe anbauen. Es wird passieren, der große Tag wird kommen. Und dann werden alle sagen, oh Kreis, du hattest recht. Tut uns leid. Unsere Unwissenheit ist gleich Unwürdigkeit. Ja, das wird geschehen. Ich sehe nicht mal alle Schrauben. Ey. Ich weiß nicht, oh Gott. Ich bin wieder an dem Punkt angekommen, wo ich im Nachhinein nicht sagen kann, ob ich wirklich alles festgeschraubt habe. Und dann fangen die Leute wieder an, im Chat zu schreiben, du hast nicht alles festgeschraubt. Und dann wird man wahnsinnig. Ah ja, genau. Mr. Innocent Forsen ist der erste Mensch, der My Summer Car gespielt hat. Okay, nicht, dass ich es schon in der ganz frühen Anfangsphase gespielt habe. Stimmt. Ich habe Mr. Innocent, ich habe ganz vergessen, dass ja immer nur ein Streamer auf der Welt ein Spiel kaufen darf. Deswegen laufen Spiele auch so gut. Weißt du, weil ein Streamer kauft das dann und dann kann das kein anderer mehr spielen. Und deswegen laufen Spiele so gut in letzter Zeit. Weil das immer nur einer kauft. Es ist verrückt, ne? Dass kaum kommen Leute, dann bist du in diesen Stream-Trends, weißt du, und dann kommen die ganzen Assis an, so, ne? Die kommen alle aus ihren Löchern, so. Auf dem Smartphone im Bett, Mama hat's eigentlich verboten, er durfte bis 23 Uhr aufbleiben, ja, und dann ab ins Bett und dann erstmal einen auf dicke Hose machen, so, boah, ich bin der Ober-Chat-Boss, Alter. Die Leute haben Respekt vor mir, weil ich so respektabel bin, weil ich es geschafft habe, 3 Wörter richtig zu schreiben. Yeah, seht mich an. Wow, ich habe im Leben richtig was geleistet. Morgen kann ich allen erzählen in der Schule, wie krass ich bin, weil ich jemanden Fremdes beleidigt habe. Wow, ich lebe richtig close to the edge. Ja, es ist schon richtig close to the edge. Da freuen sich wieder die Leute. Da freuen sie sich.
Ach, keine Ahnung, Bill. Irgendwoher kommen die dann, ne? Wie gesagt, nichts zu tun. Dann hast du, wenn du dann so 400, 500 Zuschauer hast, dann stehst du ja bei YouTube, wenn du dann auf Streams klickst, stehst du ja dann leider vorne. Wenn ich das verhindern könnte, würde ich das wirklich tun. Wirklich. Ich würde das tun. Ja, wenn es irgendwie eine Taste gibt, wo steht, bitte zeigt mich nicht, sobald meine Zuschauerzahl steigt. Bitte, lass es weg. Ich würde es machen. Ich habe auf genau die Zuschauerschaft, die sich dann langsam immer so fokussiert, ja, hast du halt einfach keinen Bock. So, ne, die, weiß ich nicht. Da gibt es genug andere Leute, so polarisierende Meinungs-YouTuber, und da können die sich dann gerne aufhalten, so. Aber weißt du, mir ist es ja auch relativ egal. Sollen sie ein Dislike dalassen, ihre Beleidigung raushauen und einen auf dicken Max machen, so. Dann haben sie morgen, wie gesagt, eine spannende Geschichte zu erzählen, so. Beim Frühshoppen oder so, weil die wahrscheinlich morgen nicht so viel zu tun haben werden. Ihre Eltern gucken nicht, ob die jetzt in die Schule gehen oder nicht. Ne? Weil ansonsten, wenn ihre Eltern darauf achten würden, dann würden sie hier nicht so abgehen. Obwohl, der eine war richtig geil damals. Ne? Der hat hier so beleidigt und auf dicke Hose gemacht. War ein ganz heißer Typ. Und dann hat er gesagt, sein YouTube-Kanal ist auch voll heftig und richtig gut. Und dann habe ich hinterher geguckt und da steht er halt mit seinem kleinen Bruder im Garten vom Haus seiner Eltern, vielleicht 12 Jahre alt oder so. Und hat dann gezeigt, heute zeige ich euch meine Schneefestung. Und hat dann hier, wir haben hier Schneebälle vorbereitet und einen Schneemann gebaut. Fand ich richtig gut. Fand ich richtig gut, Leute. Und er hat hier so richtig, du kannst deine Frau nicht befriedigen, voilà. Hat richtig einen auf dicke Hose gemacht. Und dann steht er da mit seinem Pflaster auf einem Brillenglas und erzählt mir die Geschichte von seinem Winterwunderland. Wow, Leute, das. Und das ist bei den meisten leider so. Was? Batuan, ich lese gar nichts. Ich lese nur Sachen, die für meine Augen bestimmt sind. Wieso finde ich eigentlich da kein Dings? Das ist die Ölablassschraube hier, oder? Und die ist wahrscheinlich riesengroß. Ja, ich finde es dann halt nur mal so witzig. Ja, das dann gerade, weil ich meine, weißt du, wenn du es im echten, im Real Life schon nötig hast, ständig Leute dumm anzumachen, weil du glaubst, du hättest halt die dickste Hose in der Stadt, ja, so, dann finde ich das schon unnötig. So, ja, aber dann kann ich das immer noch so ein bisschen verstehen. Ja, es gibt, wir haben irgendwie menschliche Evolution und ich bin der Stärkere und deswegen mache ich die Gesetze und so, dass ich das, ne, dass die Leute ihre Grenzen austesten und so, gerade Jugendliche in der Pubertät, ist klar, kann ich nachvollziehen, so. Dumm, ja. Dumm, 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 dumm. Aber dann, Gianluca Albrecht, der haut hier einen Euro nach dem anderen raus, ne? Vielen Dank, Gianluca, danke für die Unterstützung. Ne, ich kann das nachvollziehen, natürlich, pubertäres Verhalten, ganz normal, kann sich keiner von freisprechen, ja. Aber dann halt im Internet, so mitten in der Nacht im Endeffekt, mitten in der Woche, dann halt zu glauben, man sei hart. Wisst ihr, also diese Wahrnehmungsverschiebung zwischen, wir lesen das im Chat, lachen uns kaputt und sagen, ne, oh, witzig, lustig, du hast mich heute Abend noch zum Lachen gebracht. Aber die Person sitzt zu Hause und fühlt sich halt richtig, richtig gangstermäßig. So richtig, boah, ne, so, die fordern dann auch immer noch heraus, komm, one-on-one in Minecraft Bed Wars oder so. Weißt du, was ich meine? Das sind dann die ganz Harten. Die sagen dann, ich zieh dich ab, Minecraft one-on-one, wo ich mir denke, Alter, wow, ja, schreib das auf jeden Fall auch später in deine Bewerbung. Also bei IBM, die Leute warten nur auf das, auf den Satz. Die suchen schon seit Monaten richtig krasse Mitarbeiter und finden keine, können die Stellen nicht besetzen. Hätten sie aber gelesen, dass du in Minecraft Bed Wars One-on-One gegen Kreis gewonnen hast, nachdem du ihn hart beleidigt hast, quasi den Federhandschuh im Chat ausgeworfen hast. Ja. Hoppala, oh, dieser Ölfilter. Ja, dann sagen die, Wahnsinn, Alter. Hey, habt ihr schon gehört? Microsoft, ruf mal Bill Gates an und feuert ihn. Wir haben hier einen Typen, der ist richtig gut in Minecraft. Der hat es wahrhaftig geschafft, nachts wildfremde Menschen zu beleidigen. Könnt ihr euch das vorstellen? Nein, das hat er sich getraut im Internet. Wahnsinn. Er ist ja nicht nur richtig super krass schlau, sondern auch noch tollkühn und unglaublich mutig. Wahnsinn.
Auf den haben wir jahrelang gewartet. Bitte kommen Sie. Bitte setzen Sie sich gleich auf den Chefsessel. Ich springe freiwillig aus dem Fenster bei Ihren Skills. Ja, es wäre schön, wenn das Leben so läuft. Hätten viele Leute es wesentlich einfacher, ne? Aber dafür muss man, leider muss man im echten Leben ein bisschen in der Schule aufpassen und dann hat man später nicht so schwer. Oh, Leute, ich habe die Ölwanne drin. Haben wir, ne? Haben wir. Okay. So. Jetzt rappeln wir das Gerät hier dran. Wo kommt das hin? Das kommt doch unter den Motor. Ne, da. Hey. Hallo. Hallo. Zelda geht ins Bett. Nacht, Zelda. So. Krass, eine lebende Legende. Nee. Ich habe nur genug Erfahrungen, ne? Mit Dummbeuteln. Nenne ich es jetzt mal. So, Getriebe haben wir dran. Warte mal. Jetzt muss hier irgendwo eine große Schraube. Irgendwo muss eine große 10er Schraube sein, glaube ich. Und zwar. Warte mal, ich würde es gerne so hochheben. So. Genau da. Tja, die Leute, Jack, die wollen gucken, aber nichts dafür tun. Aber das ist nicht schlimm. Ach, Ace, so Leute gibt's immer wieder. Es ist immer wieder dieselbe Generation von Leuten. Bullies und Volltrottel, die begegnen dir immer wieder in jeder Generation, an jeder Straßenecke. Und die bleiben auch immer gleich dumm, in jeder Generation. Also die tun sich da nicht viel. Das liegt dann oft in den Genen anscheinend. So, 6 mal 7. Wo ist denn die 7 geblieben? So, dann hier. 1. Hi. Ach, das Ding ist halt, wisst ihr, guck mal, wer an diesem Pfad festhält, also wer wirklich glaubt, ich bin ein richtig harter Gangster, ja, und der macht sein Leben lang so weiter und dann nervt er die Leute, dann findet er keine Arbeit, dann wird er vielleicht kriminell, dann macht er so, oder er macht einen auf, oh, ich hau dir auf die Fresse, so, und dann haut er einem auf die Fresse, dann haut er dem nächsten auf die Fresse, so, und dann machen die alle Anzeigen und dann geht er dahin und haut den nochmal auf die Fresse und dann zeigen die ihn noch mehr an. Und eventuell hat er Pech und schlägt einen so kaputt, dass der nicht mehr glücklich wird. Dann landet er direkt im Knast, dann braucht er sich gar nicht mehr. Und dann kommt er im Knast an, ja, und dann wird er plötzlich von dem harten Typen, wo er denkt, ich bin ein harter Typ, weißt du, genau auf solche Leute freut sich so ein alteingediegener Hells Angel, der macht dich dann zum Seifenträger, ja, und der sagt dir dann schon, wem der Tabak gehört, ja, und der richtet dir dann schon deinen Platz in der Zelle ein, so, das macht er gerne, der muss noch ein paar Jahre da absitzen, weißt du, und dann wartet er genau auf solche Bros und Hoes, die glauben, sie wären halt die mega, mega Typen, weißt du, klar, kannst dem Ersten auf die Fresse hauen, der hat dann aber keinen Respekt oder keine Angst vor dir, der rennt halt zum Anwalt und der Nächste macht das auch und die drei Leute, die dann Respekt vor dir haben, sind ja dann, haben im Prinzip denselben Druck auf dem Frontallappen, ja, und
aus irgendeinem Grund gibt es da ein paar Leute, die sagen, geil, 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 geil. Ja, aber das sind, von den Leuten brauchst du ja keinen Respekt im Leben. Die Leute bezahlen dir nicht deine Miete und die Leute bezahlen dir auch nicht dein Essen. So, und die Leute bezahlen dir gar nichts. Die stehen nur daneben und sagen, du bist voll cool. Ja, aber das sind die letzten Leute, die dich im Knast besuchen kommen. Die, die dich anfeuern, wenn du irgendwem auf die Schnauze haust, weil du denkst, du müsstest dich irgendwie evolutionär über jemanden stellen. Ja, dann glaub mir, das sind die Leute, die daneben stehen und sagen, ja, hau noch mal drauf, tritt noch mal nach. Das sind die letzten Leute, die dich hinterher im Knast besuchen. Und dann hast du plötzlich die Lektion fürs Leben gelernt. Vielleicht findest du zu Gott oder so, ja, mal gucken. Aber spätestens dann fällt der Schalter, wenn man denkt, oh, eigentlich bin ich doch eine ganz einsame, arme Sau. Scheiße, hätte ich mir anstatt nur Feinde vielleicht mal den einen oder anderen Freund gemacht. Oh Gott, das Licht ist ausgegangen. Ich habe die Rechnung nicht bezahlt. Der Grill glüht noch. Oh nein, wo ist die Taschenlampe? Leute, ich sehe nichts. Ich sehe gar nichts. Hier. Puh. Oh Gott. Ja, Markus, du hast es gesagt. Ich weiß, du hast es gesagt. Kann ich die Rechnung auch nachts bezahlen? Oh Mann, ey, jetzt ist der Strom ausgegangen. Sogar im Spiel zahlt er keine Rechnungen. Ey, hallo? Ich kann da nichts für. Ich mache YouTube. Wovon soll ich meine Rechnungen bezahlen? Phone Company. Nee, ich will den Scheiß nicht. So, 148 Mark. Strom habe ich, aber das ist jetzt bezahlt, oder? Oh, Gott sei Dank, ey. Ich muss jetzt wahrscheinlich eh ins Bett. Der hat voll Hunger und Durst. Komm, wir speichern jetzt und gehen pennen, oder? Ja, also auch im echten Leben. So. Ja, guck mal, ey, es ist ja auch jetzt, also viel älter als ich bisher jetzt auch nicht, ja. Ich werde ja auch noch 34 dieses Jahr, also. Jack, morgen wieder streamen. Ja, ich denke schon. Sollten wir hinkriegen. Ich wollte nur gucken, ob ich das jetzt, ich konnte im Dunkeln nicht, Warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Haben wir alle? Ich denke mal, oder? Also, wir setzen noch die Electrics auf. Für die Zündkerzen, würde ich sagen. Zirkus Halligalli habe ich, um ehrlich zu sein, nur eine Folge von gesehen. Ob das jetzt meine Art von Humor ist, weiß ich nicht. Aber die hatte ich halt schon immer. Ist jetzt nichts Neues. Das sind Kids der 90er, so, ne? Es gibt, ja, für meine Zuschauer gibt es keinen Altersdurchschnitt. Das ist, es gibt so einen kleinen Fokuspoint, dem man aber im Prinzip eh nicht vertrauen kann, weil halt jeder Hans und Franz sich gerne mal einen Account macht mit, ja, ich bin 18 oder Geburtsjahr 1901 oder so. Und, mein Kind ist schon 6, ne, und meins ist 4. Ich habe so alles, was sie so mit Olli Schulz gemacht haben, habe ich geschaut. Das fand ich ganz witzig. Olli Schulz fand ich ganz lustig. Kreis zieht sich durch alle Schichten. Die wenigsten bekennen sich dazu.
Er baut dein Auto zusammen und ich freue mich, was eine Zündkerze ist. So. Haben wir gemacht. Okay, Leute, wir gehen speichern. Guck mal, der Typ ist super müde. Ich bin super schmutzig. Ich habe super Stress. Wir machen das noch runter. Wir machen das noch runter. Wir trinken noch was. Dann machen wir jetzt noch gleich hier den finnischen Dreikampf und gehen rauchpinkelnd unter die Dusche. Machen wir es nämlich alles auf einmal. So, schön hier. Wässerchen anmachen. So. Duschen, rauchen, pinkeln. Ah. Das ist der finnische Dreikampf, Leute. So machen das die finnischen Olympioniken, wenn sie antreten zum Finnenfest, was einmal im Jahr stattfindet. Hunger hat er auch noch. Aber ich habe ja noch zwei Würste im Auto. Ich habe ja noch zwei Würste im Auto. Das ist gut. So. Den Stress hier erstmal weggeraucht. Den guten alten. Leute, wo kommt ihr eigentlich alle her zu so später Stunde? Was ist denn los? Ganz schön viele Lurks heute. Alle lurken. So, guck, wir haben noch zwei Würste im Auto. Die essen wir noch, dann machen wir uns fresh für morgen. Wo sind die Würste? Die müssen hier irgendwo sein. Ich muss mich weiter bücken, um die Wurst richtig zu sehen. Da. So, siehst du, guck. Die Wurst auch, Hunger ist weg. Jetzt ist er nur noch müde, der alte Boy. So, wir gehen schlafen. Nee, warte. Es ist Samstag, deswegen weiß ich nicht. Aber morgen, guck mal, also im nächsten Stream muss ich eh, weil dann ist Sonntag, das heißt, wir können nicht mal einkaufen. Kreis, sind Mädels oder Jungs anstrengender? Was denkst du? Ich glaube, Jungs sind in jungen Jahren anstrengender, zumindest ist das so, was ich so bei vielen anderen erkenne. Dafür sind Jungs später einfacher. So, ne, so dieses, ja, ja, ne, ich gehe heute noch weg, ja, alles klar, hau rein, mach's gut, geh da raus, erkunde die Welt, sei ein Löwe. Werd erwachsen, mach Erfahrungen. Und bei Mädchen ist es anfangs leichter. Ne, die sind so klein, süß und schnucklig und ne, und später dann in der Pubertät. Glaube ich zumindest, ist so meine, das, was ich aus dem nachempfinden kann, was ich so sehe, ne, aus meinem Umfeld so. Aber man bekommt das Kind, das man verdient. Das ist gut. Das ist echt ein guter Spruch, weil meins ist nämlich echt easy zu handeln. Aber Jungs sind immer so, weißt du, die hauen und werfen mit Sand und Steinen und springen rum und machen Kram und haben so dieses Entdeckertum. Dieses ausgeprägte Platzhirschverhalten auch. Wobei Mädchen dann oft doch eher die stillen Beobachter sind von außerhalb. Aber wie gesagt, ich hatte sehr viel Glück mit meiner Pupsnase. Die ist sehr leicht zu handeln eigentlich. So, jetzt im Moment ist so ein bisschen die Phase, ich bin noch gar nicht müde und ich suche jetzt erstmal noch 10 Ausreden, warum ich nicht ins Bett muss. So, aber sie bleibt dabei relativ sachlich und niedlich, sag ich mal, und fängt nicht gleich an zu heulen und zu schreien und zu treten und zu strampeln. So, da habe ich schon ganz andere monströse Monster erlebt, die ihren Eltern wirklich die Nerven zerreißen. Da bin ich echt easy und entspannt. Aber wir sind auch relativ, wenn ich das so sagen kann, ich kann das nicht beurteilen, aber wir sind relativ entspannte Eltern und das hat sich auch relativ gut aufs Kind übertragen. Die Maus ist auf jeden Fall auch sehr easy cheesy. Ja, aber so ist das halt. Da müssen wir alle durch. Wir waren alle nicht anders, ne?
Nur manche vergessen das halt, ne, dass sie irgendwie. Und das ist halt das Problem, wenn Jungs immer Kinder bleiben, dann siehst du ja, was dabei rauskommt. Ne, die schreiben dann nachts um 20 vor 12 in fremde Chaträume irgendwelchen harten Scheiß, ja, weil sie hart sind. Ich glaube, ich habe noch nie mit Steinen auf andere Leute geworfen. Zumindest weiß ich es nicht. Ah, bestimmt irgendwann mal im Kindergarten oder so. Kann man sich ja nicht mehr dran erinnern. Wer so ein gutes Gedächtnis hat und sich an seine Kindergartenzeit erinnern kann, der guckt keine Kreisvideos, der ist intellektuell weit über uns, Leute. Naja, Freunde, ich bedanke mich für diesen wunderschönen, angenehmen Abend. Ja, ich bedanke mich bei allen Lurks. Ich bedanke mich an die hervorragende, ich ziehe meinen Hut vor dieser hervorragenden Moderatoren-Meisterleistung mal wieder. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch an die ganzen Lurks, die da draußen zugesehen haben und sich gedacht haben, oh, ich guck mal rein, wie der gute Boy My Summer Car spielt. Wie gesagt, ich kann nichts dafür. Forsen hat es vor mir gespielt, damals, ihr wisst, als erster, als das Spiel gemacht wurde. Deswegen, ich bin nur eine billige Kopie von großen anderen Menschen, die in den sozialen Medien unterwegs sind. Damit muss ich mich abfinden, aber so ist es nun mal leider, Freunde. Deswegen, schaut richtige YouTuber, gebt euch nicht mit der Kopie ab. Freunde, vielen, vielen Dank, war ein wunderschöner Abend, wie immer recht angenehm. Falls wir uns nicht mehr sehen, kommt gut ins Wochenende rein, ja, und ich versuche natürlich morgen in irgendeiner Art und Weise wieder zu streamen. Wäre natürlich cool, wenn ich es hinkriege. Und dann, Leute, dann gehen wir richtig cheesy ab. Dann wird das Auto gestartet, der Motor. Ich werde den Schlüssel drehen und es wird jit machen. Und dann schauen wir, ob es anspringt. Wir werden aber noch ein paar Flüssigkeiten reinschütten müssen und so. Verkabelung müssen wir auch noch machen, Scheinwerfer müssen noch rein. Also es kommt noch ein bisschen Kram. Aber das kriegen wir vielleicht dann hin in einem nochmal 3-Stunden-Stream. Sollten wir es vielleicht geschafft haben. Also, Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt sexy. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schlaft alle gut. Kommt gut in den Freitag. Genießt das Wochenende. Wie gesagt, falls wir uns nicht mehr sehen. Bis dann. Reingehauen und ciao.